Was geht ab, Leute, zu Nerdolet Games hier und wir starten heute die Sims 4. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich spielen werde, aber ich habe mich dazu entschlossen. Ich habe den ersten Teil gespielt und den zweiten Teil. Den dritten nicht, ist das Ganze so ein bisschen flöten gegangen, aber mit der Sims 4 schaue ich mir mal wieder die Sims an. Denn eigentlich war das immer ziemlich lustig. Oh yeah. So, erstellen wir uns erstmal einen Charakter. Wie ihr vielleicht wisst, dauert das immer eine halbe Ewigkeit bei mir, aber ich versuche mich zu beeilen. Passen wir vielleicht erstmal diese komischen Merkmale hier an. So, wir haben ein dickes Bestreben. Nehmen wir denn da? Oh ja, Essen. Essen ist immer gut. Essenz des Geschmacks. Sims mit Essenz des Geschmacks bereiten hochwertige Speisen und Getränke zu. Das hört sich richtig gut an. Niederträchtig. Das hört sich auch ziemlich geil an. Liebe. Sind verführerisch. Geh mit Essen. Essen ist immer gut. Meister Mixer oder Meister Koch? Ne, dann mal Meister Koch. Wir wollen der übelste Koch werden. Grübel verbessern ihre Fähigkeit schneller, wenn sie inspiriert sind. Wie ich sehe, hat die Sims 4 ziemlich viele neue kleine Features. Das ist nett. So, Merkmal. Hobby. Wir können Geek reinpacken. Wir haben aber nur 3 zur Auswahl, also müssen wir uns entscheiden. Wir sind natürlich voll böse drauf. So, sind wir mehr emotional, mehr hobbymäßig, mehr sozial. Glücklich, wenn sie alleine sind, nicht so der Fall. Böse. Können wahnsinnig lachen, hört sich richtig geil an. Absoluter Chaot, ja. Ja, nehmen wir erstmal Geek, warum nicht? Piu, 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 hört sich wunderschön an. So, irgendwas Emotionales. Dadurch verbessert sich die Kreativität. Vielleicht sollten wir die Merkmale so lenken, dass es meiner Koch-Sache zugutekommt. Wir müssen immer für romantische Interaktionen sorgen. Okay. Ein Hitzkopf, ein Spinner. Häufig verspielt. Boah, ich kann mich nicht entscheiden. Hier gibt es wieder zu viele Sachen. Materialistisch veranlagt. Nein, wir sind eher böse. Wir sind so richtig... Und schmieden böse Pläne. Finde ich gut. Okay, ein Merkmal noch. Naja, nicht familienbewusst. Passt nicht mit dem Böse zusammen. So, Geek, so ein bisschen... Boah, einfach nur böse und dann noch fröhlich. Das passt richtig, richtig gut. aktiv, düster, kreativ, Spinner oder ersetze ich doch das Böse? Quiver Sway! Die sind häufig wütend, vielleicht nicht das beste Merkmal. Oh, hey. Gestalten wir den Sims, sind einen hier so richtig schön lustig. Ein absoluter Snob, nee. Tollpatschig, nee. Faul ist immer gut. Böse und faul. Das ist mir so soziale Schiene. Vielleicht müssen wir in Lifestyle fahren, das wäre doch richtig genial. Wenn man im Training schneller erschöpft. Naja, ich mach mal den absoluten Chaoten. Böse Geek-Chaot. Warum nicht? Okay, ich kann das hier immer noch anpassen, wenn ich nicht damit zufrieden bin. Einfach mal jetzt den Charakter gestalten, so das Gesicht geht mal gar nicht. Haben wir denn eigentlich zur Auswahl? Die sehen alle so furchtbar merkwürdig aus und ich denke, man kann da nicht viel verändern. Wie es mir scheint, nö, da ist nicht so wirklich viel möglich. Ein relativ neutrales Gesicht würde ich einfach nehmen. Alle wirklich nicht so neutral, die stehen ganz schön heraus. Womit kann ich denn arbeiten? Womit kann ich arbeiten? Eher so ein normales, breites Gesicht. Nehmen wir das hier. Können natürlich nur alles anpassen. Ich denke, ich lasse das erstmal so. Ist eigentlich ganz okay. Nee, das will ich beides nicht. Keine Mutter, mal keinen Fleck. Was haben wir hier? Sommersprossen können wegbleiben. Eine Frisur. Längere Haare, irgendwas Fetziges. Moment. Das ist ein kurzer Haarschnitt, mittel, langer Haarschnitt. Oh, ich dachte, die trägt der bis zum Arsch. Nee. Sieht aus wie ein Scheißhaus, ein Haufen auf dem Kopf. Das ist doch eigentlich ganz okay.
Ja, sieht doch stylisch aus. Was hiermit? Das ist wie Sonic the Hedgehog. Ja, Maria schon. Was ist denn damit? Ja, da bin ich nicht so für. Wo ist eigentlich auch ganz okay? Das sind die mittellangen Frisuren. Ich denke, das ist ganz cool. Was wir da gerade hatten. Ah, nimm doch einfach die. Passt schon. Ein Bart. Der sieht so jung aus. Das passt gar nicht zu ihm. Ich möchte keinen Bart haben. Absolut nicht. Moment, jetzt habe ich eine andere Frisur wieder gewählt. Ne, die kann ich lassen. Okay, okay. Ah, Gesichtsbehaarung weg. Stoppeln oder so haben wir gar nicht zur Verfügung. Ist auch egal. Hüte, ne, kein Hut, kein Accessoire, kein Make-up. Okay. Das ist gut. Körper. Wie soll er aussehen? Übelst fett. Passt aber mal voll nicht zum Gesicht. Fangen wir es mal vielleicht von vorne an. Körper und Hautfarbe. Tattoos sind immer nett. Er kriegt ein paar Tattoos. Nicht so klassische. Gibt es nicht so ein paar modernere Sachen so? Vielleicht das hier auch nicht. Uga Uga Tribals. Ja, die lassen wir einfach mal. Boah, die Seite sieht cool aus. Moment, vielleicht machen wir einfach nur eine Seite. Das hatte ich gerade, das ist nicht so fein. Eine Seite, einfach nur so. Finde ich gut. Vorgefertigte Looks gibt es natürlich auch. Nee. Komplett ripped. Irgendwelche komische Oberarme. Nee, einfach eine normale Statur. Hier so. Vielleicht ein bisschen mehr. Bisschen muskulöser, wenn nicht. Das ist ein bisschen zu schmal. Das sieht aus wie eine Schrankkante, Dingens. Das ist zu dünn. Warum ist denn der Teil hier so verflucht dünn? Zu schmal, zu breit, zu dünn. Wir nehmen das mal als Ausgangsposition. Ah, da können wir es einstellen. Moment, dann nehmen wir mal das hier. Machen den vielleicht hier so ein bisschen breiter. Schultern ein wenig breiter. Er sieht aus wie ein Monster, wenn man das ein bisschen hochdreht. Könnte man eigentlich auch machen. So. Tops. Meine Güte, da gibt es wieder so viel Auswahl. Man kann das, denke ich, im Spiel eh noch ändern. Also will ich gar nicht so viel Zeit verschwenden. Kompletter Smoking. Irgendwas Lockeres. Muss nichts Heftiges sein. Der sieht komisch aus. Der sieht so komisch aus. Ich glaube, wir machen das mal so ein bisschen runter. Ich muss mir noch mal gleich den Körper angucken. Das sieht furchtbar merkwürdig aus. Nehmen wir das. Machen wir so. Ist okay. Tops. Sportbekleidung, Schlafanzüge, Ausgekleidung. Nee, das ist irgendwas Alltagskleidungsmäßiges sein, was Lockeres. Fällt mir alles so nicht. Ein normales T-Shirt wäre ziemlich nett. Vielleicht auch nicht. Ich bleib beim Karettenhemd. So, nur noch die Hose. Könnte man dazu tragen. So eine schwarze Hose. Ich habe vor Mode keinen blassen Schimmer. Hosen, kurze Hosen, Jeans. Nope. Oh mein Gott, die Beine, die könnte der auch wirklich ein bisschen breiter haben. Ja, hier vielleicht so eine schwarze Hose passt. Accessoires, keine. Was mit Schuhe? Na, seine Tritte sind eigentlich schon ganz cool. Ich denke, ich werde die nehmen. Ja. Das finde ich super okay. Okay, bin damit zufrieden. Wir können noch mal ganz kurz die ganzen Sachen hier durchgehen. Piu, piu, piu muss auf jeden Fall sein. Böse. Und Chaot. Oh, yeah. Ich find's lustig. Das nehmen wir. Hell yes. Okay, habe ich irgendwas vergessen? Sieht eigentlich relativ neutral aus. Vielleicht die Haarfarbe könnte ich ändern. Sollte nicht zu sehr in die Augen stechen. Huh, schon viel zu heftig. Ansonsten, ja, das sieht doch gut aus. Grüne Haarfarbe. Nö, nö, ich bleib dabei. Welches hatte ich denn jetzt? Das hier hatte ich.
Ja, das ist ganz okay. Gib einen Vornamen ein, Sebastian. Das muss sogar einen Nachname geben. Nachname. Aber soll das mich wirklich nachstellen hier so? Hm, glaub nicht. Nimm mal Tütüt. Tüt. Tütüt. Hell yes. Jetzt müssen wir nur noch einziehen. Deine Sims brauchen einen Ort zum Leben. Zum Glück haben wir ein paar perfekte Möglichkeiten für dich in Willow Creek und Oasis Springs parat. Das von dir gewählte Zuhause verfügt über einzigartige Nachbarnaktivitäten. Das ist cool. Wir können so garantiert selber was bauen, oder? Hier ist nämlich was frei. Eine sumpfige Sula. Habe ich denn ordentlich Asche? Ich habe 20.000. Haushalt Tütüt. Können auch hier wohnen. Das ist alles mir so palmig, blumig und hier haben wir so den normalen Vorort. Das ist mal was anderes. Ein tolles Einsteigerhaus. Das ist ziemlich cool. Ich meine, wir können ja immerhin noch Geld machen und wahrscheinlich umziehen. Ich denke es mal, weil wir kommen hier garantiert immer zurück. Das ist ziemlich cool. Was ist denn mit der Kiesgrube? Wenn ich mal sehen könnte, wie die aussieht. So, ich werde erstmal mit dem Einsteigerhaus gehen. Zum Fettnapf. Ah, nee. Was ist damit? Kostet 18.000. Wir müssen aber bedenken, wir brauchen noch Zeug zum Einrichten. Also, das für 13.000 sieht gut aus. Natürlich nicht möbliert, das wollen wir selber machen. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Grundstück können wir auch planieren. Nicht möbliert, das ist wirklich teuer. Das ist ein ganz stinknormales Einsteigerhaus. Ich will direkt in so eine riesige Bude ziehen. Naja, ich denke, wir machen das Einsteigerhaus klar und dann legen wir richtig los. Nicht möbliert. Hell yes. Ab ins Haus. Ist garantiert nur Wohnzimmer, Badezimmer, eventuell ein Schlafzimmer. Wenn nicht alles in einem. Das geht schon in Ordnung. Die Sims 4 hat zahlreiche neue Features zu bieten. Bevor wir uns damit genau beschäftigen, müssen wir die Grundlagen abdecken. Zuerst sehen wir uns schnell mal an, wie du deine Sims steuerst. Ist klar. Drehen. Moment. Halte die rechte Maustaste gedrückt. Alles klar. Links können wir das bewegen. Rein und raus zoomen ist auch klar. Geh mal dahin. Kamera ändern. STRG, Shift und Tab. Ja, macht das nur noch komplizierter. Und das ist die Wandsteuerung. Blende Wände ein und aus. Die Kamera fokussieren auf ihn. Das ist die Kameraverfolgung. Zeitsteuerung ist klar, erklärt sich von selbst. Hatten wir ja früher auch. Aktionswarteschlange natürlich. Aktive Warteschlange, das führt da wahrscheinlich in dem Moment geradeaus. Yep. Multitasking-fähig. Das geht jetzt. Oh, das ist aber ein wirklich großes Feature. Das ging vorher nicht. Entscheiden auch manchmal selber. Das konnte man früher ausschalten, meine ich. Haben verschiedene Gefühle. Okay, Emotionen. Wird von Stimmung inspiriert. Okay. Jetzt inspiriert. Okay, fahre über das Gefühl, um mehr zu erfahren. Okay, Inspirationsschub. Kühlschrank kaufen. Natürlich. Du kannst eigentlich mal hier hingehen. Erstmal alles canceln. Los geht's. Geh dahin. Okay. Wie richten wir uns alles ein, ist die Frage. Baugrundlagen. Willkommen im Baumodus. Wunderbar, dies ist der Baumodus. Hier findest du Baukomponenten wie Zimmer, Wände, Tapeten und allen möglichen Kram. Objekte nach Zimmer. Das erklärt sich eigentlich alles von selbst. Ich weiß gar nicht, warum ich dafür ein Tutorial brauche. Objekte nach Funktion. Oh, ich will ein riesiges Einzelbett haben bisher. Oh, ein bisschen so ein Doppelbett, ne? Für so ein bisschen Ping-Pong-Klong-Action so. Mhm. Können hier verschiedene Sachen suchen. I got it. I got these.
So, können wir das machen, das ist cool. Ich soll jetzt Sofas suchen, wird mir gesagt. Aha, Sifa, das ist gut. Oh, Maus, hau mir nicht ab. So, ich habe ein Sofa gesucht. Haushaltsinventar. Du kannst auch Objekte in deinem Inventar platzieren, was besonders... Sag ich ja, man kann umziehen. Sehr gut. Also fangen wir klein an. Das hört sich so richtig, richtig gut an. Das Bad ist aber mal arschklein. Ich denke, das können wir mal noch umbauen. Werden wir auch tun. Ja, die Sichtbarkeit der vier Wände ist mir klar. Wir können Etage hoch und runter gehen. Ein Zimmer bauen. Gestalte dein Zimmer. Ah. Das ist natürlich genial. Das heißt, wir müssen nicht so wirklich bauen, sondern können einfach hier drauf klicken und das ist zack, direkt für uns eingerichtet. Wobei das ziemlich gut ist für den Anfang. Alles natürlich vorgefertigt. Was soll ich denn dann noch gestalten? Mhm, unter gestaltetes Zimmer steht dir eine Auswahl von vorgefertigten Badezimmern zur Verfügung. Von hier aus kannst du auch neue Zimmer bauen. Das ist praktisch. Aber ich finde die Küche kack hässlich. Und ich will die nicht kaufen. Magazinansicht. Verschiedene Zimmertypen können wir uns angucken. Ganz schön praktisch. Wandtool. Wände können wir hier ziehen. Das ist cool. Das ist schön, dass es zusammengefasst wurde. Ich meine, den Baumodus und den Kaufmodus hatte man damals einzeln. Fundament. Sonstige Objekte. Können wir das Tutorial eigentlich auch canceln? Ich meine, manche Sachen sind ja neu und da braucht man vielleicht ein kleines Tutorial, aber mittlerweile sollte das irgendwie fluppen. So, ich denke, das war's. Cool. Können einrichten. Also das Badezimmer ist ja mal arschklein. Das reicht gerade mal für eine Dusche. Wir gucken mal im Badezimmer und dann gucken wir direkt mal hier Badewanne. Ja, das ist edel wichtig. Wanne der Wonne. Die können wir sogar in verschiedenen Farben haben. Das ist ja mal ultra cool. Das heißt, die sieht gar nicht mal so langweilig aus. Ah, das ist die... Ist das der Einstieg mit den Fallen? Ich denke mal, ja, wie drehe ich denn das Objekt? So wie früher. Cool, cool, cool. So, die Badewanne steht. Ich denke, das können wir auch zum gleichen Preis wieder verkaufen, falls wir falsch gebaut haben. Badewanne muss sein. Ein Klo. Ganz wichtig. Ah, es erleichtert die Blase immer um 10. Das ist cool und zuverlässig sollte es eigentlich auch sein. Aber für 1800 kaufe ich kein Klo. Das sollte schon eine moderne Schüssel sein. Da gebe ich auch gerne für viel Geld für aus. Das sieht echt kacke aus. Aber wenn es den Komfort ein bisschen erhöht. Gehen wir vielleicht erstmal mit dem John. Eine blaue Toilette. Ich werde nicht mehr. Eine schwarze Toilette sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich bleib beim klassischen Weiß. Hell yes. Ein Becken. Hm, das könnte eigentlich auch noch da reinpassen, oder? Oder mal episch knapp. Da tut sich nichts. Die sehen nur anders aus und kosten ordentlich was. Ja, das dachte ich mir. Ich denke, der hat einen Einstiegspunkt und ich denke, der muss reichen. Wir werden sehen, ob das passt. So, cool. So, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das aufteilen. Wir haben hier einen riesigen Raum. Ich denke, das wird, wird das Wohnzimmer. Und hier wird so Küche und hier wird Esszimmer. Ich habe keine Ahnung. Wohnzimmer. Ganz, ganz wichtig. Ja, vielleicht noch ein Spiegel. Spiegel, 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 Spiegel. Spiegel mit Knoblauchgeruch. Sollte eigentlich... Ja, jeder sollte die Charisma-Fähigkeit hochpushen. Großer Wandspiegel. Wer ist mit dem? Nee, das ist alles nicht so das Wahre. Der ist ja gigantisch. Hm, nehmen wir den da. Ja, der ist in Ordnung. Cool, cool, cool. So. Wohnzimmer. Eine Couch. Ganz, ganz wichtig. Eigentlich kann ich... Wir haben 11.000. Hallo, ich kann mal ordentlich Kohle lassen hier. Keine Eckcouch oder so. Das sind alles nur so einfache Sachen.
Die finde ich aber richtig geil. Gibt es die auch in einer anderen Farbe so? Irgendwas mit, die war eigentlich ziemlich geil, so wie die war. Doch, ich finde schon. Das sieht ziemlich geil aus. Schwarze Couch, er ist so blau. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ne, die bleibt dabei. Das ist cool. Wohin die kommt, keine Ahnung. Einfach mal hier. So, ungefähr. So. Cool. Fernseher. Hoho, da kommt eine dicke... Oh, 8500, scheiße. So viel habe ich nun auch wieder nicht, aber der könnte locker an der Wand. Ja, der kommt an die Wand. Badum. Kann ich den nicht an die Wand hängen? Das ist doch blöd. Ich meine, der steht da so lustig auf dem Boden, der sollte nicht umkippen. Das ist ja doof. Die kriege ich garantiert an der Wand. Momentchen mal. Wie konnte ich gerade nochmal die Wände einblenden? So. Ah, da ist ein Fenster. Mies. Will das irgendwo anders gehen? Nicht. Ich könnte mir den Fernseher irgendwo draufstellen. Aber nicht auf so einen Kaffeetisch. Ich wette, man kann den Fernseher an die Wand machen. Ich weiß nur nicht wie. Na jö. Ein Kamin, super edel. Das ist doof. Eine Pflanze. Irgend so eine lustige Palme. Können wir die filtern? Natürlich können wir die filtern, aber ich will eher suchen. Gucken wir mal.